Ja, jetzt sind wir im berühmten Antelope Canyon, das Paradies aller Fotografen. Da steht der Tammo wieder. Wie gefällt dir das denn hier so? Ja, sieht wunderbar aus. Kannst du ja mal die Geschichte erzählen, wie wir das hier überhaupt gefunden haben? Das war ja nicht so einfach. Nee, es gibt so zwei Familien, also Indianer, denen gehören die Schluchten. Und dann sind wir erst wieder einen gewesen und dann hätten wir eine Tour haben müssen. Die wäre erst um 1 Uhr angefangen und da wollten wir nicht 50 Minuten drauf warten. Und da sind wir zu der zweiten Familie hingefahren und da wäre auch eine Tour gewesen. Und dann hat Ralf gesagt, wir wollen alleine durch. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, man muss dafür Fotograf sein. Ralf hat seine Kamera gezeigt und schwupps durfte er rein. Hier sieht man das, der Pass. Ja, und jetzt dürfen wir ganz allein durchlaufen. Und gefunden, ja, das eigentlich ist es gar nicht findbar für den Normalen. Man muss da schon hingeführt werden. Es ist eine minimale Schlucht. Ja, das kann man gar nicht beschreiben. Es ist ein Weg von 50 cm und dann läuft man so rein und dann ist man da drin.